So, und zwar habe ich mich jetzt noch dafür entschieden, ganz schnell die Maths-Favoriten hinterherzuschieben. Ist zwar schon ein bisschen spät, aber ich hatte in den letzten 2 Wochen ziemlich viel für Uni zu tun. Ich musste ein riesengroßes Seminarabschlussreferat vorbereiten, ausarbeiten, mich mental darauf vorbereiten. Und deswegen kamen jetzt auch länger keine Videos mehr. Aber ich möchte euch heute halt unbedingt die paar Produkte zeigen, die ich habe, die ich jetzt auch im Maths ganz verstärkt benutzt habe. Um vorher ist vielleicht zu sagen, ihr seht es bestimmt schon, und zwar schnipp, schnipp, schnapp, Haare ab. Und zwar richtig viel, richtig, richtig viel. Ich habe jetzt wieder einen Bob. Hatte ich vor langer Zeit schon mal, aber wirklich nicht so schön wie dieses Mal. Ich bin absolut glücklich mit der Frisur. Erstens brauchte ich eine Typveränderung. Zweitens waren meine Haare so tot blondiert, also da war wirklich nichts mehr zu retten. Ich glaube, hätten wir wirklich nur so ein Stückchen von der Länge abgeschnitten, es hätte absolut nichts gebracht. Wir hätten auch, glaube ich, noch viel, viel mehr abschneiden können, aber so mutig bin ich dann doch nicht. Ich glaube, von der Länge ist das schon okay, und von der Farbe sind wir auch 2 Nuancen dunkler gegangen. Jetzt durch das Kunstlicht, durch das extrem helle Licht wirkt es immer noch sehr blond, aber es ist eigentlich ein viel, viel natürlicheres Blond, näher an meiner Naturhaarfarbe dran. Definitiv möchte ich weg von diesem extrem künstlichen Barbie-Puppenblond. Es soll noch blond sein, in jedem Fall, aber halt so ein bisschen natürlicheres Blond, und ich bin super zufrieden mit der ganzen Frisur. Ist wirklich genial geworden. Also Matthias, wenn du das siehst, vielen, vielen Dank. Und falls irgendjemand von euch vielleicht noch einen Top-Stylisten-Friseur in Berlin sucht, schreibt mir ruhig. Ich gebe euch sehr, sehr gerne die Nummer von Matthias. Also er hat da wirklich einen genialen Job gemacht. Ich liebe die Frisur. Ich bin super glücklich, aber okay. Das war jetzt das. Machen wir ganz schnell weiter mit den Märzfavoriten, weil der Akku fängt auch schon wieder an zu blinken. Und zwar hatte ich im letzten Video, ich glaube hauptsächlich ja dekorative Sachen. Diesmal, ja, nimmt sich das eigentlich die Waage. Ich habe auch weniger Produkte. Und zwar das erste Produkt war auch in dem letzten Favoritenvideo. Und zwar war das mein MAC Cream Blush, Lady Blush, Cream Blush. Wunderschöne natürliche Farbe. Und zurzeit mag ich halt einfach dieses Finish von so einem Creme Rouge. Es wirkt viel, viel natürlicher. Es sieht halt nicht so puderig aus auf der Wange. Man hat einen leichten Glow, und die Farbe ist auch, wie schon letztens gesagt, wunderschön frühlingsfrisch. Und deswegen gehört es nach wie vor in die Favoriten. Und das nächste Produkt ist auch ein Produkt von MAC, was ich wiederentdeckt habe. Und zwar ist es ein Lidschatten, den ich vor längerer Zeit sehr, sehr oft getragen habe. Dann ist er irgendwie in Vergessenheit geraten, und jetzt habe ich ihn irgendwie doch wieder entdeckt. Und zwar ist es der Wex, V-E-X, Wex. Das ist ein Frost Finish und ein Duochrome, also so ein mehrfarbiger Lidschatten. Aber ich glaube, ihr werdet es leider nicht erkennen. Nee, und zwar ist es so ein silbriger Lidschatten mit einem pinken Unterton. Und je nachdem, wie das Sonnenlicht fällt, wirkt er halt sehr, sehr pinklastig. Trotzdem so silberpinklastig. Sehr, sehr interessant auf dem Augenlid. Und ist halt so ein wunderschöner Lidschatten zur tagtäglichen Anwendung, was ich da gerne mache. Ich trage den wirklich super schnell einfach bloß aufs bewegliche Lid auf. Und zurzeit arbeite ich auch gerne mit schwarzen Lidschatten am Wimpernkranz. Smudge das einfach so ein bisschen aus, also raucht das so ein bisschen aus. Und wenn sich dann das Schwarz mit dem Wachs nochmal verbindet, entsteht nochmal so eine wunderschöne Farbe. Und wirklich eine klasse Farbe einfach für Everyday. Wie gesagt, zur tagtäglichen Anwendung. Und ist, glaube ich, wie Bettina. Bettina ist, glaube ich, auch ein Duochrome. Und Bettina und Wex waren früher immer meine absoluten Lieblinge. Und ich weiß gar nicht, warum ich den irgendwie nicht mehr benutzt habe. Obwohl, ist Bettina ein Duochrome? Wex auf jeden Fall. Wex ist ein Duochrome. Nein, Bettina ist kein Duochrome, oder? Aber wie Club ist auch ein Duochrome von MAC. Egal. Jedenfalls, MAC ist, Sandra. Wax ist absolut eine klasse Farbe und muss jetzt auch hier ins Video. Nächste Produkt ist ein Nagellack von Essie. Den habe ich, glaube ich, auch schon ganz oft gezeigt. Und zwar ist es der Chinchilli. Das ist so ein helles Beige oder Grau. Grau-beige, Schlammfarbe. Wirklich kann man auch zu allem kombinieren. Und da fällt mir auch gerade was ein. Da müsst ihr mir mal helfen. Bin ich da wirklich spät dran? Den habe ich damals vor längerer Zeit im Douglas gekauft für 13 Euro.
Und jetzt vor 2 Tagen bin ich nach der Uni im DM gewesen und ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Also ich war wirklich absolut positiv geschockt. Ich bin rein und auf einmal sehe ich da so einen riesen Essie-Aufsteller mit wirklich allen Farben von Essie. Nicht nur eine kleine Auswahl, ich glaube wirklich alle Farben, die es von Essie gibt. Und auch so mit Zusatzprodukten, so Nagelhärte, Nagelöl und so weiter. Riesenaufsteller und jeder Nagellack nur noch 7 Euro noch was. Es war natürlich immer noch teuer, aber im Vergleich zu 13 Euro noch was sind die ja wirklich um 5 Euro billiger geworden. 5 bis 6 Euro billiger. Also bei Douglas waren die ja damals von 12 bis 14 Euro. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verpasst habe, dass sich da der Vertrieb geändert hat, aber ich bin absolut positiv überrascht und jetzt werde ich auch anfangen, mir mehr Farben zu gönnen, dadurch, dass es wirklich ein bisschen erschwinglicher ist, weil bis jetzt hatte ich immer sehr, sehr Glück mit den Essie Nagellacken, mit den Farben, die ich hatte. Ist wunderschön gleichmäßig im Auftrag, super deckend, also 2 Schichten reichen aus. Und wo ich wirklich auch von einigen anderen YouTube-Mädels jetzt gehört habe, dass einige Farben auch nicht so gut sein sollen. Aber wie gesagt, ich hatte bis jetzt Glück. Und dadurch, dass es jetzt auch anscheinend überall in dem, im DM gibt, anscheinend, ich hoffe, werde ich anfangen, mir da mehr von den schönen pastelligen Farben zu kaufen. Und finde ich toll, finde ich ganz klasse. So, machen wir weiter mit einem Skincare-Produkt, was ich auch schon bestimmt 2,5 bis 3 Jahre absolut liebe. Und zwar ist es das Bio Oil. Ist jetzt noch aus England, deswegen heißt es Bio Oil. In Deutschland gibt es ja mittlerweile auch, heißt ja aber Biöl. Und es ist ein wunderbares Gesichtsöl. Ich hatte da auch mal ein ganz langes Video darüber. Und zwar heißt das Video Gesichtsöl für ölige Haut. Da rede ich nochmal ganz viel über das Öl. Aber das ist halt ein Körperöl oder ein Gesichtsöl. Das wirkt gegen Scars, Stretch Marks, Uneven Skin Tone, Aging Skin, Dehydrated Skin. Und dafür benutze ich das auch ausschließlich, also für feuchtigkeitsarme Haut. Ich habe ja eine ölige Haut, trotzdem sehr, sehr feuchtigkeitsarm. Also an manchen Stellen ist sie trotzdem gerade im Winter sehr trocken und auch so ein bisschen schuppig. Und das Öl hilft da wirklich Wunder. Die Haut ist babyweich danach und auch das Hautbild hat sich verfeinert, verbessert und darauf schwöre ich. Ich habe das damals entdeckt aufgrund der Pixie Who Sisters. Die Nick hatte mal so ein Skincare-Video, wo sie halt vorgestellt hat, meine Favorite Skincare-Produkte, bla bla. Und da war das Bio-Öl dabei. Und auf ihre Empfehlung hin hatte ich mir das damals in England gekauft und seitdem auch immer nachgekauft. Also wirklich ein klasse Produkt. So, dann geht's weiter mit einem Produkt, das ich auch neu entdeckt habe. Oder wieder neu entdeckt habe. Das hatte ich jetzt schon länger zu Hause. Und zwar ist es von Clinique. Das Dramatically Different Moisturizing Gel, whatever. Gibt es ja auch 2 unterschiedliche Ausführungen. Einmal die Lotion und einmal das Gel. Die Lotion ist eher für trockene Haut, bisschen reichhaltiger. Und das Gel halt eher für Mischhaut, Tendenz ölige Haut. Und gerade jetzt, wenn es wärmer wird, mag ich das halt lieber wieder auf ein Gel umzusteigen, weil dann mag ich das nicht, so eine extreme reichhaltige Creme zu benutzen. Dadurch, dass ich ja dann im Sommer und Frühjahr eh wieder ein bisschen schneller nachfette. Und da ist sowas immer ein bisschen leichter. Dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und das ist von Clarins. Und zwar ist es ein Brightening Toner. Das ist so eine Art Gesichtswasser. Fokussiert jetzt nicht. Aber es ist nicht wirklich ein Gesichtswasser, weil eigentlich, bin ich nicht so Fan von so sehr groben Peeling. Also von so sehr groben mechanischen Peeling mit sehr groben Körnchen, weil es auf Dauer die Haut doch sehr reizen kann. Und eigentlich mag ich ja so enzymatische Peelings, aber die sind halt sehr schwer zu bekommen und wenn dann auch sehr teuer. Und das ist halt irgendwie so eine Art enzymatisches Peeling, nicht wirklich, aber so ein bisschen hat es halt auch Inhaltsstoffe, Wirkstoffe, die auf ganz sanfte Art und Weise die Haut halt von den abgestorbenen Hautschüppchen befreien, wie halt ein enzymatisches Peeling. Ich habe das damals mal auf Beratung und auf Empfehlung gekauft und bin auch wirklich absolut positiv überrascht. Also es ist, wie gesagt, so eine Art enzymatisches Peeling. Nicht wirklich, aber ist auf jeden Fall besser, als auf Dauer so einen ganz groben mechanischen Peelings zu benutzen. Und wie gesagt, seit ich das alles benutze, finde ich, habe ich keine Probleme mehr mit der Haut, auch keine Probleme mit hin und wieder einer Unreinheit. Ist wirklich alles richtig gut zur Zeit und deswegen werde ich die Skincare-Produkte auch so weit, so gut jetzt die nächste Zeit noch weiter benutzen. Und das war jetzt das Video. Tut mir leid, dass das so ein bisschen blablabla.
durcheinander war und schnell war, aber wie gesagt, der Akku, ich denke mal, gleich geht die Kamera auch aus. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und natürlich hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video, meine Süßen. Tschüss!